Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Bei Lidl ist diese Woche amerikanische Woche und davon habe ich mich inspirieren lassen und möchte heute ein Schichtdessert machen aus dem Glas. Und es wird so ein bisschen, also wird ein Red Velvet Schichtdessert, das heißt es wird ein Red Velvet Kuchen mit einer leckeren Creme und Beeren. Und dann haben wir so die Farben Rot, Weiß, Blau mit dabei und das Ganze ist sehr lecker. Red Velvet bedeutet roter Samt und zwar ist es ein Kuchen, der auch aus Amerika kommt, der damals tatsächlich eigentlich eher... Ja, wie sage ich da, aus einem Experiment heraus oder aus einem Versehen heraus passiert ist. Und zwar ist es ein Schokokuchen, der mit Essig gebacken wird oder mit Buttermilch oder Zitrone. Und dann hat der Essig mit dem Kakao reagiert und es wurde eine rötliche Farbe draus. Mittlerweile macht man es schon so, dass man dann noch Lebensmittelfarbe dazu gibt. Ihr könnt die aber auch gerne weglassen, wenn ihr möchtet. So verstärkt man einfach nochmal so dieses schöne, intensive Rot. Ich zeige euch mal die Zutaten. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache dafür ein Biskuit auf dem Blech, weil es einfach schnell geht, der schnell gebacken ist. Und dann kann man eben das Dessert ganz schnell wieder schichten. Für den Biskuit verwende ich 4 Eier, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz und etwas Vanilleextrakt, einen Esslöffel Essig, 100 Gramm Mehl und 10 Gramm Kakao. Jetzt gebt ihr am besten zuerst die Eier, den Zucker, das Vanilleextrakt und etwas Salz in eine Rührschüssel. Und entweder verrührt ihr jetzt mit dem Handrührgerät oder eben mit der Küchenmaschine für etwa 10 Minuten, bis alles schön cremig ist. So sieht die Masse jetzt aus. Da gebe ich jetzt den Essig dazu, praktisch als Säure. Und gern auch die Lebensmittelfarbpaste. Und da immer Farbpasten verwenden und keine flüssigen Farben, weil die einfach intensiver sind und die Konsistenz des Teiges nicht verändern. Dann nehme ich das Mehl mit dem Kakaopulver. Das Mehl muss ja eigentlich nicht gesiebt werden, das Backmehl ist schon fein genug. Aber Kakao sollte auf jeden Fall gesiebt werden. Und dann kurz unterheben. Den Ofen habe ich bereits vorgeheizt auf 210 Grad Ober-Unterhitze. Dann fülle ich den Teig jetzt in meine Backform ein, verstreiche ihn glatt. Und dann kann das Ganze schon in den Backofen. Und da ein Biskuit nur etwa 8 bis 9 Minuten Backzeit hat, kann ich in der Zeit nämlich schon mal die Creme zubereiten. Und beim Biskuit einfach nur dran denken, wenn er aus dem Ofen kommt, direkt vom Blech runterziehen und den Backrahmen lösen, damit er da nicht weiter backt und nicht austrocknet. Für die Creme verwende ich 250 Gramm Frischkäse, 250 Gramm Quark, da nehme ich gern Magerquark, 80 Gramm Puderzucker, etwas Vanilleextrakt, 200 Gramm Schlagsahne und Sanapat zum Steifschlagen. Dann gebe ich jetzt zuerst den Frischkäse und Quark in die Rührschüssel mit Puderzucker und dann einfach kurz verrühren. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr mögt absolut gar keinen Frischkäse in Cremes, dann verwendet doch einfach nur Quark. Dann nehmt ihr halt nochmal die Menge an Quark dazu oder gern Mascarpone. Aber ich finde, so eine Frischkäsecreme ist schon auch ein bisschen typisch amerikanisch und schmeckt auch echt lecker. Also probiert es einfach gern mal aus. Jetzt ein bisschen verrühren und dann die Sahne langsam zugießen. Und mit Sanapat steif schlagen.
Jetzt ist die Creme fertig, die stelle ich jetzt in den Kühlschrank, warte auf meinen Biskuit, lasse ihn abkühlen und dann geht's gleich weiter. Der Biskuit ist jetzt gebacken und abgekühlt. Hier habe ich jetzt noch zwei weitere Zutaten, nämlich Heidelbeeren und weiße Schokolade. Damit wird das Dessert fertiggestellt. Ihr füllt jetzt die Creme am besten in einen Spritzbeutel ein, mit einer großen Lochtülle. Falls ihr keinen Spritzbeutel habt, könnt ihr es auch gerne mit einem Gefrierbeutel probieren. Geht auch ohne Lochtülle, aber so wird es natürlich am schönsten. Mit einem Löffel kann man es natürlich auch einfüllen, aber ich finde, dann sieht es einfach nicht mehr so schön aus. Und dann ist es schade drum. Das wäre schade. Könnt aus dem Rezept übrigens auch, falls ihr sagt, so ein Schichtdessert im Glas ist nicht so euers, könnt ihr auch gerne eine Biskuitrolle machen. Dann könnt ihr nämlich das Ganze einfach nach dem Backen schön ablösen, aufrollen und die Creme benutzen und die Blaubeeren rein und habt eine Red Velvet Rolle. Geht auch. Ich nehme jetzt zum Schichten hier diese Gläser. Entweder könnt ihr das Ganze jetzt mit dem Glas ausstechen oder ihr nehmt einfach Ausstecher, das geht auch. So ein Glas ist immer so ein bisschen dickwandig, aber es funktioniert. Ich glaube tatsächlich, ich nehme das Glas, denn ich habe keinen Ausstecher in der Größe. Zack. Den ersten könnt ihr sogar direkt reindrücken. Dann wird jetzt geschichtet. Ich fange jetzt mal an mit einem roten Boden und werde, glaube ich, schon versuchen, drei Böden da reinzuschichten. Immer ein bisschen Creme, dann Blaubeeren dazwischen und ganz oben schließen wir dann ab mit Schokolade. Und hier einfach darauf achten, dass ihr den Spritzbeutel schön senkrecht haltet, damit euch das auch gut gelingt. Schön. Ich lasse es so und dann kommt da weiße Schokolade drauf. Einfach so mit einem Sparschäler ein bisschen drüber raspeln. So sehen die Glasdesserts jetzt aus und heute darf mein lieber Tolga probieren. Hello. It's me. Ja, sieht so lecker aus. Ja, gell? Ich finde es auch richtig süß. Ja, hier habe ich jetzt einmal so bauchigere Gläser und einmal so gerade Gläser. Da könnt ihr natürlich entscheiden, was ihr gerne möchtet. Mhm. Ich gebe Björk genau, nämlich so eins. Red Velvet Kuchen, eine schöne Vanillecreme und Blaubeeren. Denn es, beim Lidl sind gerade amerikanische Wochen, aber das Dessert könnt ihr immer zubereiten. Ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob man es versteht, aber es war so ein bisschen so die amerikanische Flagge. Doch, die Farben, ja. Versteht man, oder? Mhm. So die Streifen und die Sterne. Mhm. Und? Oh, lecker. Oh, schön fruchtig. Oh, die Beeren passen super. Ich bin ja kein Fan von weißer Schokolade, aber das passt perfekt so. Als kleines Highlight obendrauf. Ich bin eigentlich auch kein Fan von weißer Schokolade, aber hier passt es dazu. Mhm. Wenn ihr es noch ein bisschen frischer, fruchtiger machen wollt, könnt ihr gerne noch in die Creme ein bisschen Zitronenabrieb dazugeben, ein bisschen Zitronensaft oder Limette. Mhm. Passt auch gut. Oh, der Biskuit ist schön fluffig. Mhm, der ist richtig schön locker geworden. Ja, schön, dann haben wir jetzt ein schönes Löffel-Dessert. Wie gesagt, könnt ihr es gerne auch als Biskuitrolle zubereiten, das geht natürlich auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept findet ihr auf lidlkochen.de. Und ich freue mich schon drauf, wenn ihr eure Ergebnisse mit uns teilt, dann posten oder reposten wir sie auch in der Story, wenn ihr mich nämlich drauf verlinkt. Gell? Ja. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Und die stellen wir jetzt so lange abgekühlt in den Kühlschrank.